Guten Tag, mein Name ist Andreas Dahms. Ich bin Ingenieur für Kälte- und Klimaanlagen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Testo 3163 sicher, problemlos und vor allem zuverlässig Leckagen an Kälteanlagen finden und analysieren können. Nun schalte ich das Gerät ein. Es beginnt die Aufheizphase, erkennbar an den laufenden Dioden hier oben. Während dieser Aufheizphase wird der Sensor im Gerät genullt, heißt an die Umgebung angepasst. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Sollte das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb gewesen sein, empfiehlt es sich, den Sensor auf richtige Funktion zu überprüfen. Hierzu verwendet man ein Testleck, welches an den Sensor geführt wird. Das Ausschlagen des Sensors und die akustischen Signale zeigen einem, dass das Gerät funktioniert. Ich untersuche hier eine potenzielle Leckagestelle, eine Bördelverbindung. Hier ist alles in Ordnung. Ebenso sind die nicht ständig kältemitteldurchflossenen Rohrleitungen eine potenzielle Leckagestelle. Hierzu führe ich den Sensor ebenfalls langsam und gleichmäßig an den Bördelverbindungen vorbei. Auch hier alles dicht. Ich überprüfe hier die lösbaren Verbindungen am Verdichter. Hier sind aufgrund der Vibration häufig Leckagen festzustellen. An diesen Bauteilen ist alles dicht. Mögliche Fehlinterpretationen bei der Leckagemessung können frisch verklebte Isolationsschläuche an den Kälterohrleitungen sein. Wie hier sehr schön zu erkennen. Verunreinigungen des Sensors, wie hier möglich durch einen Wassertropfen, können die Sensibilität des Sensors stark beeinflussen. Ich suche dieses Ventil weiter auf Leckagen ab, oh, und stelle fest, an dieser Stelle haben wir Kältemittelaustritt, den ich aber noch nicht ganz genau lokalisieren kann. Dazu schalte ich das Gerät in den Low-Modus und kann hier genau feststellen, dass an dieser Stelle der Bördelverbindung eine Undichte vorhanden ist. Die von mir soeben durchgeführte Leckageprüfung mit dem Testo 3163 hat gezeigt, dass es möglich ist, sehr effizient, schnell und vor allen Dingen auch sicher die Anlagenüberprüfung durchzuführen. Das ist gut für den Kunden, für die Betriebssicherheit, für die Anlagenverfügbarkeit und schützt nebenbei noch die Umwelt.